Kommt jetzt tatsächlich ein Massensterben im April auf uns zu? Diese Frage dürfen wir uns tatsächlich jetzt alle mal stellen, denn sie ist sehr wichtig. Auf jeden Fall erwarten uns große Herausforderungen und es geht ziemlich heiß hin und her. Was uns ganz genau erwartet, werde ich dir in meinem neuesten Video erzählen. Dazu gehe ich in meine hellsichtigen Bilder und auf astrologische Sichtweisen ein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und jetzt möchte ich dir zuerst in eigener Sache etwas erzählen. Und zwar planen wir im Sommer, im Juli diesen Jahres, am 22. und 23. Juli, das Marana Festival. Und du solltest dir dieses Festival nicht entgehen lassen, wenn du endlich mal aus der Matrix heraus willst, wenn du möchtest, dass sich endlich was ändert. Wir bekommen dort geheime Übungen. Wir werden hochenergetische Übungen zusammen machen und versuchen, die Matrix zu sprengen. Es gibt bestimmte Wege, wo man das tun kann. Und wenn ganz viele von uns zusammenkommen, dann wird es einen riesengroßen Effekt haben. Wir haben eine Halle gemietet im größten hinduistischen Tempel von Europa. Da gehen bis zu 2000 Leute hinein. Und wir haben die Preise ganz niedrig gemacht, sodass ihr euch das dann auch leisten könnt. Wenn du dich dafür interessierst, dann klicke auf den Link unter dem Video und melde dich am besten gleich an zum Frühbucherrabatt. So, und jetzt komme ich zum Thema Massensterben im April. Der April, der hat es so in sich, es ist wirklich sehr, sehr sehr anstrengend von den Energien und es sind ja schon Anzeichen in der Wirtschaft. Ich meine das Massensterben in der Wirtschaft. Und zwar schau doch mal die Bankenkrise an. Da beginnt doch etwas Großes auf uns zuzurollen. Und schau die Industrie an. Wie sollen denn die Firmen überstehen bei diesen großen Schwierigkeiten? Also auch da bahnen sich Ereignisse an, wo wir noch viele Firmen verlieren könnten. Und also das heißt, die Industrie ist gefährdet und ich sag mal, die Regierung ist auch gefährdet. Bekommen wir vielleicht sogar Neuwahlen schon im April oder in nächster Zeit? All das brodelt gerade, all das kann man noch nicht so richtig greifen, wie sich's entwickeln wird. Aber die Energien von der Astrologie her, und da möchte ich jetzt als erstes drauf eingehen, danach kommen wir zu den hellseherischen Bildern und dann werdet ihr ein ganz großes Verständnis bekommen für alles, was jetzt gerade geschieht. Es beginnt ja schon am 3. April, wenn Merkur in den Stier hineingeht und uns grundsätzlich auf das Geschehen um uns herum aufmerksam macht. Und wie Merkur geht es auch den anderen Zeichen. Sie stehen in großer Spannung mit Pluto. Und Pluto gibt uns ja die Stolpersteine in den Weg, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht stimmt. Ich sage einfach nur, die Matrix lässt grüßen und wir werden die Matrix am Festival so sehr erschüttern, je mehr von euch da sind, umso mehr können wir erreichen. Also es ist so viel im Gange und wenn du guckst im Handel und in den Finanzen, dort gibt es ja erbitterte Streite, erbittertes Hin und Her und viele kämpfen um das Überleben, dass sie nicht mit in diese Massensterben-Energie hineinkommen. Der Wandel nimmt Form an. Für uns ist es wichtig, mit wachen Sinnen dabei zu sein und genau hinzuhören. Wenn jetzt zum Beispiel eine große charismatische Persönlichkeit beginnt, die Probleme zu lösen, indem es neue Versprechungen gibt, dann sollten wir genau hinhören und nicht wirklich nicht mehr blind vertrauen, kritisch alles hinterfragen und dabei zu bedenken, dass Pluto die Tendenz hat, die Dinge ins Unermessliche und manchmal auch in das Wahrhafte zu steigern, bevor sein Werk der Dekonstruktion beginnt. Das ist nämlich der Punkt und dieses Hin und Her wirbelt ganz schön was auf, also nicht nur in uns, sondern allgemein in der ganzen Gesellschaft, in der Führung und in den Menschengruppen.
Dann kommen wir am 6. April zum Vollmond in der Waage. Und man könnte meinen, dass die ganz großen Pläne bis zu diesem Zeitpunkt gescheitert sind. Also so eine Energie kommt plötzlich hoch. Was wichtig ist, dass man dann ein bisschen mehr in die Kompromissbereitschaft hineingeht und mit Sorgfalt nach Lösungen sucht. Dann kommen wir zu einem schönen Datum, wenn nämlich die Sonne am 12. April auf Jupiter trifft, dann wird die Stimmung wieder zuversichtlicher, wir werden entspannter als bisher und es ist möglich, dass wir Einigungen, Fortschritte erzielen. Also wenn du was vorhast, dann tu es bitte am 12. oder um den 12. herum. Da ist die Möglichkeit, dass du Erfolg hast bei etwas sehr gut. Zum Beispiel auch Heilung. Der 12. Vierte wäre ein sehr guter Zeitpunkt für die Heilung des inneren Kindes. Da komme ich aber nachher nochmal drauf bei den hellsichtigen Betrachtungen. So, und jetzt gehen wir weiter zu dem 19. und 20. April, denn da verändert sich die Zeitqualität wieder deutlich. Und wir haben ja dann auch die gleichzeitige Sonnenfinsternis. Und die Finsternis ist ja immer etwas Drückendes, etwas, was uns im ersten Moment nicht so gut tut, aber letztendlich beleuchtet die Sonnenfinsternis ja dann auch bestimmte lichtvolle Dinge, die dadurch zum Vorschein kommen. Da werde ich auch auf Telegram noch was dazu sagen. Also wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dürft ihr auch gerne auf Telegram mich abonnieren. Der Link ist auch unter dem Video. Was uns am 19. und 20. April die größten Sorgen macht, das ist die Energie von starken Auseinandersetzungen, von Streit. Und besonders auch im Außen. Also im Moment streiten sich ja unsere Führungschefs ja sowieso schon und das könnte sich also noch mehr verstärken. Und vielleicht kommt ja dann die Energie zum Vorschein, dass wir näher zu den Neuwahlen hinkommen, denn es bewegt sich sehr, sehr viel und es liegt auch an uns, wie wir darauf reagieren und was wir daraus machen. Letztendlich sind unsere Gedanken wirklich sehr ausschlaggebend für das, was geschehen wird. Das, was an der Sonnenfinsternis geschieht, was da alles hochkommt an starken Auseinandersetzungsenergien, an Streitenergien, das wirkt noch ein paar Tage, wenn man nicht sagen wollte, ein paar Wochen nach. Also die Energie ist sehr heftig, sehr stark zu ertragen. Es gibt wirklich intensive Auseinandersetzungen zwischen dem Alten und dem Neuen. Und es ist wichtig, dass du bei diesen Auseinandersetzungen stets versuchst, in deiner Mitte zu bleiben. Ich sage es wirklich sehr oft. Und das ist der Schlüssel, ruhig und entspannt in einer schwierigen Zeit hindurchzukommen und darauf zu vertrauen, dass alles in uns liegt, ja, dass die Seele uns führt. Das ist der Schlüssel, wie du da durchkommst. Und dann wirst du auch deine eigenen neuen Möglichkeiten entdecken. Und das haben wir im Webinar mit Erzengel Gabriel so schön festgestellt. Denn er ist ja so der Wegweiser für den Neubeginn. Und wenn du also aus dieser inneren Kraft heraus gesichert bist, gestärkt bist, dann gehst du diesen Weg durch den Wandel mit Leichtigkeit. Das ist ganz sicher. Und dann kommen diese kleinen Unsicherheiten, die können uns immer wieder mal erreichen. Emotionale Berührungen, wo du vielleicht mal verzweifelt bist und weinen musst oder so. Dann lass es einfach raus, dieses Weinen. Und erinnere dich aber wieder an deine Seele, an deine eigene Lebenskraft und Seelenkraft. Und lass dich zum Beispiel von Erzengel Gabriel trösten und schützen. Und dann kommst du da weiter. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen in die hellseherischen Bilder, die ich für den Monat April bekommen habe. Da haben wir ja am 12.04. dieses Datum, was sehr positiv ist und was uns möglich macht, in die Heilung zu gehen, also Heilsitzungen zu machen. Oder vielleicht zu meditieren, um unser inneres Kind zu stärken. Das innere Kind ist das, was uns die Impulse der Seele übermittelt. Und das ist ganz wichtig. Wenn unser inneres Kind gestärkt ist und kräftig ist, sind wir es auch. Und diese Energie haben wir ganz intensiv am 12.04. Und wir haben auch
insgesamt im Monat April die Erzengel Uriel Energie. Und der Erzengel Uriel bringt ja auch Licht in die dunklen Momente. Das heißt, wenn jetzt die Sonnenfinsternis ist, verbindet euch mit Erzengel Uriel. Er wird euch leiten durch diese Tage. Er wird euch zeigen, wo das Licht für euch ist, wo es weitergeht. Er wird euch Klarheit und Kraft bringen und auch ganz viel Schutz. Manchmal kann Erzengel Uriel auch uns so einen zündenden Funken übergeben, der es uns möglich macht, einen Ausweg zu finden oder zu sehen, der es uns erst möglich macht, diese Idee zu bekommen. Und dann können wir mit seiner Hilfe einfach vorausgehen, einfach anfangen und machen. Das ist diese Energie und die wird durch die astrologischen Sachverhalte, die ich euch vorhin geschildert habe, geht es ja heiß hin und her. Und deswegen brauchen wir Erzengel Uriel, der uns da sehr intensiv unterstützt und immer wieder das Licht in die Dunkelheit bringt, uns immer wieder den Weg zeigt, wie es weitergeht. Das ist also eine sehr gute Unterstützung. Und wir haben auch, wir werden in uns verspüren, so einen Drang, in unsere Schöpferkraft zu gehen. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir erschaffen ja mit jedem Gedanken etwas Neues. Und wenn wir unsere Schöpferkraft stärken, also diesem Drang nachgehen, können wir sehr viel für uns erreichen. Das lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Beachtet jetzt im April alles, was euch stärken kann. Geht in eure Freude, in die Seelenkraft, in die Lebensfreude und vergrößert dadurch die Schöpferkraft. Und wer mag, kann immer wieder Erzengel Uriel anrufen, damit er uns unterstützt. Ich werde jetzt dann auch gleich eine Botschaft, ein Channeling von Erzengel Uriel für euch geben, damit ihr schon mal ein bisschen in die Energie hineinkommt und wisst, was ich meine. Und da werde ich jetzt auch gleich mal beginnen. Ich habe hier das, nee, das ist das Falsche. Das waren die sieben Schwestern. Hier ist das Erzengelspray. Und da sprühe ich mich ein. Ihr müsst es nicht nachmachen. Ich mache das nur, weil es mir gut tut und mich wohl dabei fühle. Und es bringt mich einfach näher in die Energie der Engel. Und jetzt lade ich euch ein zu dieser wundervollen Botschaft, die euch Kraft, Mut und Stärke geben wird. Macht es euch einfach bequem und erwartet die Worte von Erzengel Uriel. Geliebte Herzensmenschen, geliebte Menschen der Erde, voller Freude spreche ich heute zu euch und zu dir. Und wenn ich spreche, schwingt die Energie der Kraft, der Stärke und des Mutes in meinen Worten. Denn diese Energien sind da, um dich zu unterstützen. Mit großer Freude spreche ich heute zu dir. Denn gerade in den Zeiten des Wandels ist es wichtig, dass du gute Unterstützung von uns, den Engeln, bekommst. Und glaube mir, wir sind immer für dich da. Wir sind da, um dir zu helfen, durch deinen Alltag und durch dein Leben hindurchzukommen. Und so ist es nur gut und recht, wenn du uns rufst. Ich werde dir heute die Energien der Schöpferkraft zur Verfügung stellen. Diese Energien fließen durch jedes meiner Worte und berühren deine Seele.
Die Schöpferkraft ist jedem Menschen gegeben. Sie ruht in dir, in deinem feinstofflichen Körper. Und jeder Gedanke, den du denkst und jedes Wort, den du aussprichst, ist mit deiner Schöpferkraft verbunden. So bedeutet dies, dass du jedes Mal, wenn du etwas denkst oder sagst, eine neue Manifestation tust. Und das solltest du dir genau bewusst sein. Denn alles, was du unbewusst denkst, kann fatale Folgen für dich haben. Und wenn deine Ausrichtung in die positive Energie hineinschwingt, kannst du deine Manifestationen im positiven Licht aussprechen. Und so werde ich dir heute helfen, im positiven Licht, in der positiven Schwingung des Lichtes und der Liebe zu sein. Ich werde, wenn du möchtest, für dich deine Schöpferkraft erneuern und ich werde sie mit dem Licht der Liebe des All-Einen verstärken. Und wenn du bereit bist, dann gib mir bitte jetzt ein inneres Ja. Dieses innere Ja, es beginnt in deiner Seele zu schwingen und die Schwingungen erreichen mich. Und in dem Moment, wo die Schwingung deines Ja's zu mir kommt, übertrage ich dir die Liebe des All-Einen direkt in deine Schöpferkraft. Und so lass mich nun beginnen. Die Energie fließt zu dir. Und wenn du magst, dann geh in die Absicht, all deine Chakren zu öffnen, sodass die Schöpferenergie in jedes Chakra hineinfließen kann. Erlaube dir, dich fallen zu lassen und die Energien anzunehmen, die jetzt zu dir strömen. Ich gebe dir Kraft, ich gebe dir Liebe und Schutz. Ich schärfe deine Sinne. Ich zeige dir dein Licht, dein Seelenlicht. Ich stärke deine Seelenkraft, deine Herzensliebe und dein großes Licht. Lass es ruhig geschehen. Es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Voller Liebe und Achtsamkeit. Ich bereite dich darauf vor, deinen Weg voller Kraft weiterzugehen und immer das Licht zu erkennen, das Licht der Wahrheit, das Licht deines Lebens, es trägt dich auf deinem Lebensweg und du bist beschützt von meiner Liebe. Und vielleicht spürst du nun in deinem Bauchbereich eine große Kraft, denn dort brennt das Feuer deiner Leidenschaft für dein Leben, für alles, was du in deinem Leben vollbringen möchtest,
Dieses Feuer habe ich für dich gestärkt und bei manchen von euch entzündet. Dieses Feuer wird dich begleiten, vorantragen. Es wird dich anfeuern, den richtigen Weg zu gehen. Und immer deine Verbundenheit zu der Liebe Gottes zu spüren. Erkenne, dass du geschützt bist. Und dass wir dich so sehr lieben. Und vielleicht erkennst du auch, wie dein inneres Kind sich jetzt zu freuen beginnt. Und vielleicht erlebst du auch, wie dein inneres Kind nun all das beobachtet und wie es dir Kraft gibt, wie es dir Impulse sendet, deinen Weg weiterzugehen. So lass dies nun ein wenig auf dich einwirken und entspanne. Gib den Energien freien Lauf, denn sie lieben es, frei zu sein. Und sende deinem Verstand die Nachricht, dass er Pause hat und dass er gerne alles beobachten darf. Du bist jetzt in deinem Element, in deinem Herzen, in deiner Liebe. Und so lass dich ein wenig tragen von dieser Liebe. Lass dich kräftigen und stärken. Ich bin bei dir, mit meiner ganzen Kraft und Fürsorge. Und immer wenn du mich in Zukunft rufst und bittest, dir zu helfen, werde ich da sein. Ich werde dir Energien für alle möglichen Bitten übersenden und dich schützen. Mit großer Freude und Liebe für dich. So empfange meine Herzensumarmung. Empfange die Liebe, die nur ein Engel geben kann. Und so lass dich nun von dieser Liebe wieder in dein Hier und Jetzt zurückbegleiten. Erzengel Uriel hat voller Hingabe zu dir gesprochen. Und so danke ich Erzengel Uriel sehr für diese wundervolle Energie. Und ich danke auch dir, dass du heute hier warst und dass wir gemeinsam dies alles erleben durften. Du hast jetzt ganz viel Schöpferkraft und du hast einen großen Schutz. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Wenn dir diese Botschaft gefallen hat und du gerne immer wieder die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du sofort informiert bist. Ich danke dir für alles. Ich umarme dich noch ganz lieb. Bis zum nächsten Mal.